Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu den Jungtieren von Sully. Heute ist es schon fast abends. Wir haben es jetzt schon um 8. Ist noch, naja, sagen wir mal, bis eine Dreiviertelstunde noch hell, dann ist die Sonne weg und dann haben wir es dunkel. Keine Zeit gehabt, heute waren sie nicht draußen. Ja, ich habe übrigens jetzt gerade das Licht an, deswegen sind, ja, hier sieht man die Augen rot. Ja, Futter haben sie drinne, schönes, saftiges, hohes Gras. Muss man auch bei hohem Gras aufpassen, wie gesagt, die Zecken sind momentan echt wie eine Plage. Trockenfutter kommt heute mal nicht rein. Mache ich dann, wenn ich das Video beendet habe, weil wenn ich jetzt Trockenfutter reinmachen würde, ihr wisst, was da ist. Da sehen wir die ganzen Kaninchen jetzt nur noch an der Schüssel fressen. Jetzt sehen wir sie überall. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut erkennen kann. Manchmal fliegen hier so Mücken rum. Muss man auch echt aufpassen. Die dürfen in der Nacht nicht im Stall hier bleiben. Da tue ich dann immer zum Beispiel einen Ast abmachen, wo viele Blätter dran sind. Und da wedel ich das meistens raus, die Mücken und die Fliegen. Alles gut, du hast schon deine Leckerlis bekommen, meine Kleine. Ja, die Heuraufe habe ich auch aufgefüllt und wir haben die Nachtkameras dran. Und auf jeden Fall sehen wir bei dieser Folge auf jeden Fall Nachtzähne. Beim letzten Video ist es irgendwie nie geworden. Haben wir schon lange keine Nachtzähne mehr gesehen, weil die letzten Videos waren ja auch im Freigehege und da lohnt sich die Nachtzähne überhaupt nicht. Und ich bin schon echt gespannt, ob die Jungtiere überhaupt noch säugen. Ja. Wenn sie echt noch säugen, dann ist das ein absoluter Rekord, weil so lange haben noch nie Jungtiere hier gesäugt. Die sind jetzt schon 8 Wochen alt. Ja, das ist schon heftig. Da sind wir beim Blueberry. Ja, das sieht irgendwie ganz schön komisch aus, mit roten Augen und so jetzt. Ja. Die Mücken nerven echt. Heute ist ja Samstag. Oh, du wurdest gestochen oder was? Aufpassen, aber zum Glück seid ihr ja geimpft. Das hat gepiekst. Ja, voll ins Ohr. Ich tue ja immer Sonntag ausmisten. Aber diesmal haben wir es einen Tag eher gemacht, weil wir morgen was vorhaben. Ja, tun wir uns immer so einteilen, dass wir nicht so stressig haben. Dann ist es meistens Samstag, das Ausmisten. Bei meinen Kaninchen. Mein kleiner Ramla, du. Ist doch gar nicht in der Schüssel. Hä? Bekommt da gleich alles gut. Und bei warmem Wetter immer darauf achten, dass viel Wasser drin ist. Das Kaninchen, was bei mir richtig viel trinkt, ist die Blue. Das ist ja das größte Kaninchen von mir. Ey, das ist ja hier 1 Liter Wassertrank. Ne? Und in 2 Tagen ist 1 Liter weg. Das ist schon heftig bei einem Kaninchen, ne? Was so klein ist. 1 Liter. Ja, die Blue, die wiegt ja 9 Kilo. Das ist dreimal so viel wie die Sally. Was soll denn das jetzt? Hallo? 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 Was ist denn das? Das ist ein Finger. Du bist doch kein Fleischfresser. Hör mal auf. Hallo? Was? Ich mache jetzt mal nichts. Au! 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 Hallo! Guck mal, die beißt aber nicht richtig. Die tut nur knabbern. Au! Was soll denn das? Hast du ja noch nie gemacht. Was ist denn los bei dir? Hä? Du kleine Zwirn. Du willst bestimmt dein Trockenfutter, oder? Ja, das werde ich jetzt holen, aber das werden wir nicht mehr sehen. Wir werden jetzt aber, wie versprochen, endlich wieder ein paar Nachtzähne sehen. Wird endlich wieder mal Zeit, dass wir ein paar Szenen sehen. Wir haben es hier 19 Uhr. Die 2 Jungtiere, die machen sich dort oben gemütlich. Sally frisst jetzt das Heu. Ja. Man hat doch gerade gesehen, dass immer wieder mal Fliegen dort im Stall sind. Das nervt völlig, auch wenn jetzt Fliegengitter dran ist und der Fliegenkleber. Die kommen immer wieder rein, wenn man die Tür öffnet. Deswegen habe ich ja auch immer mal erwähnt, dass ich einen Ast nehme mit Blätter und da drinnen ein bisschen rumwedel und dann erst die Tür zumache.
Tja, das sieht auch ganz schön niedlich aus. Der liegt völlig auf der Seite, tut sich gerade die Pfoten putzen. Ey, das sieht cool aus. Das ist eine echt coole Szene hier. Ja, auch das muss gesäubert werden. Oh, jetzt wird er wahrscheinlich gleich gekitzelt. Oh, der hat dich auch hingehauen. Ja, cool. Ja, es ist ziemlich warm die letzten Tage. Der Sommer nähert sich. Aber im Sommer, da müssen wir uns schon verabschieden. Also da sind sie ja noch nimmer mehr da. Die kleinen Jungtiere hier. Kurze Zeit später, jetzt machen sie ein Nickerchen. Das sieht knuffig aus. Oh, jetzt hat er irgendwas gehört. 19:36 Uhr. Und die Zeit war auf jeden Fall noch da. Kann sein, da war einer zu laut. Na Hallöchen, der nächste Tag beginnt. Heute mal nicht abends. Jetzt haben wir es kurz vor um 2 beim schönen Wetter. Hallöchen. Ja, ich habe Leckerlis da. Gras haben sie auf jeden Fall schon drinne. Da sitzen sie schon drauf. So, guckt mal, was ich jetzt gebe. Sieht vom ersten Blick wie so eine Brennnessel aus, ist aber keine Brennnessel. Sonst würde ich das jetzt nie anfassen. Das ist Zitronenmelisse. Kann man auch einen Tee draus machen, ja. Alles biologisch. So, als nächstes haben wir Giersch. Ja. Ich werde heute mal zeigen, wie das bei uns aussieht. Die Giersch-Ecke, dann wo ich gerade die Zitronenmelisse her habe. Ja, Löwenzahn wächst bei uns überall. Haben wir ja auch ein Beet davon, ein kleineres. Mal gucken, ob ich davon ohne eine Szene dann gleich zeige. Wisst ihr was? Ich hau gleich einfach alles rein, weil das ist nämlich alles für euch. Hier. Schön, oder? Ach, das wollte ich ja noch zeigen. Hier die Zitronenmelisse. Da sieht man mal, wie hoch das alles so ist. Sieht aus wie Brennnessel. Ja, so viel Zitronenmelisse haben wir. Und dann hier bei einer kleinen Ecke, genau neben einem Busch, ist Giersch. Guck mal, wie viel das ist. Na, und so wächst das dann hier. Voll in der Sonne. Wir haben es auch gestern abends nochmal gegossen, damit das wächst. Und so sieht das dann aus. Ist halt im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Finden wir auf jeden Fall nicht schlimm, weil die Ecke stört uns hier nicht. Und das ist super Futter für die Kaninchen. Ja, und hier ist das Beet. Löwenzahn. Guck mal hier. Ein ganzes Beet Löwenzahn. Nur für die Kaninchen. Ja, und hier ist die Pusteblume. Und jetzt werden noch mehr davon. Oh Mann. Heute mal neben Freigehege. Tut mir leid, aber das wird morgen dann sein. Morgen ist genauso ein schöner Tag. Heute geht es leider nicht. Ja, wir gucken mal das Heu an. Das ist noch von gestern. Haben sie jetzt nicht so viel gegessen? Manchmal, wenn sie das gar nicht so fressen, ist es dann zu trocken, weil das sieht mir ganz schön so komplett grau aus. Es sollte ein bisschen grünlich sein. Also, viele sagen immer, das Heu darf nicht so grün sein wie die Kaninchen. Das ist nicht gesund. Leute, Leute, Leute. Ihr braucht mir das nicht sagen, ja, wie ich die Kaninchen zu füttern habe. Ach, naja, so, wir gucken mal beim Ramler Blueberry und jetzt kann man beim Rücken sehen, warum der hier so struppig ist. Der Blueberry befindet sich gerade im Fellwechsel und zwar bekommt er kein Winterfell, sondern das Sommerfell. Das ist das erste Kaninchen von allen hier, der das jetzt bekommt. Die dunkle Stelle hier, die man sieht, das ist schon das Sommerfell. Und ja, sagen wir jetzt mal, das lange, was hier so struppig ist oder so silber, das ist das Winterfell, was langsam abfällt. Und man kann die Kaninchen natürlich auch helfen, damit sie schneller den Fellwechsel weg haben. Kann man in Handschuh anziehen, der für Fellwechsel ist.
Ja, habe ich, glaube ich, schon mal ein Video gemacht. Ich kann es ja hier oben noch mal einblenden. Genau, und da braucht man nur dann über das Kaninchen fahren und dann hat man die ganze Hand mit dem Handschuh voll mit Fell. Genau, und das ist besser als wenn das ganze Fell hier auf dem Futter liegt und alles. Und dann kann es nämlich sein, die haben dann so längliche Ködel, die so zusammengebunden sind. Na, und da denken immer manche, dass das Kaninchen einen Bandwurm hat, weil das nämlich so aussieht, ja, weil die ganzen Ködel zusammengebunden sind. Das bedeutet nämlich, dass die da das Fell mitfressen. Ja. Und das ist meistens da, wo sie den Fellwechsel haben. Raus gibt's nichts, mein Kleiner. Der braucht nur einmal die Hand riechen, da haut er ab. Ich nehme dich schon hier raus. Du kannst von alleine immer reinspringen, ich weiß das. Ich habe da jetzt nichts mehr dran gemacht, wie man hier sieht. Das hat er ja damals abgefressen gehabt. Zum Glück hat er jetzt nichts mehr gemacht. Also bleibt die Gummimatte drauf. So. Ja, gestritten wird hier nicht, ne? Keine Pupsbacken. Und endlich haben wir mal wieder ein paar Nachtzehen gesehen. Jetzt nicht so viele. Beim letzten Tag haben wir nicht gesehen, dass die säugen. Ob wir es dieses Mal sehen, von der letzten Nacht abzusäugen, tja, das werden wir auf jeden Fall jetzt sehen. Ja, da ist die Sally mit dem Jungtier auf dem Brett, circa 21 Uhr. Und jetzt haben sie irgendwas gehört. Auf jeden Fall war man da um die Zeit nimmer da. Keine Ahnung, was da war. Vielleicht eine Katze oder ein Waschbär, weil unsere anderen Kameras, die draußen sind, die zeigen meistens Waschbären um die Zeit. Jetzt sind alle drei oben. Ich glaube, bis die verkauft sind, glaube, passen alle noch drauf. 22:21 Uhr. Oh, da macht das Kleine wieder ein Männchen. Das war nämlich die kleine Häsin hier. Die hat auch was gehört. Oh, die Sally bekommt wieder oben Besuch. Auf jeden Fall, wenn ihr auch einen Stall habt, probiert sowas nachzubauen mit dem Brett. Die Kaninchen werden euch danken. Und auf die Szenen habe ich gewartet. 22:43 Uhr. Die Jungtiere säugen am 62. Tag und sind über 8 Wochen alt. Geht's noch? Ich habe gedacht, die haben endlich mal aufgehört. Aber nee, die säugen immer noch. Nee, da schreiben wir auf jeden Fall wieder Rekord. Das sieht aus schon wieder, ey. Wie groß sollen die noch werden? Die sind doch keine Babys mehr, da braucht die eigentlich nicht mehr säugen. Oh Gott, unterm Wassertrank, ohne. Oh Gott, das sieht immer aus. Können die nicht mal eigentlich vorsichtiger säugen? Naja, die säugen jetzt auf jeden Fall in Ruhe weiter. Ich werde mich hier verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine gute Bewertung da. Wieder schauen, reingehauen.